Hallo und herzlich willkommen. Wir machen eine weitere Runde mit unserem Magier-Deck. Ihr seid an der linken Seite. Es ist ein schönes Anfänger-Deck. Wir haben eigentlich nur zwei legendäre Karten drin. Ja, eine legendäre und eine violette. Das heißt, man kann sehr, sehr schön auch als Anfänger spielen. Und wir schauen mal, ob wir jetzt eine Runde aufsteigen können mit dem Deck. Und spielen Hundekacke. Na, klasse. Das heißt, wir brauchen schöne große, wir brauchen Antworten dafür. Froschblitz lasse ich da, falls er irgendwelche Kroko-Sachen oder so spielt. Aber natürlich ist der Feuerball eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um gegen einen, um gegen ihn anzukommen. Ich lasse auch den Us dann einfach mal, den werde ich nicht direkt ausspielen. Sondern wir gucken einfach mal ganz langsam. So. Mal schauen, was er macht. In Runde 1 wird er coinen. Nein, er macht nichts. Wir sind an der Reihe. Das heißt, wir spielen unseren Mana-Wurmling. So, wenn er jetzt natürlich eine große Waffe spielt, haben wir es sehr, sehr schön mit unserem Us. Schön, dass wir den gleich zu Beginn bekommen haben, wie er so heißt. Und er spielt. Ich frage mich. Ja, komm. Er spielt ein Schweini. Okay, er opfert zwei Karten, um unsere Karte wegzukriegen. Das ist natürlich sehr nett von ihm. Können wir gleich die nächste Karte spielen, unseren Antigolem. So, eigentlich hätte ich lieber eine Yeti anstatt einem Drachen bekommen. Aber schauen wir mal, was jetzt kommt. Was er jetzt macht. Hat er einen Bogen oder sowas dran? Nein, er hat aber eine Eule. So, und das nächste Schweinchen liegt auf dem Feld. Gut, kann er natürlich nicht buffen. Deswegen nehmen wir ihm die Eule weg. Und spielen. Ja, unsere Schilderin. So. Wir haben 4, er hat 5 Karten. Nächste Runde, wenn er nichts macht. Nein, er macht einen Tierbegleiter. Bekommt seinen Verstärker, bringt ihm natürlich auch nichts gegen unseren Antigolem. Aber ich hätte natürlich gern die kompletten 4 Schaden gehabt. Okay, aber kommen wir auch klar, können wir ihm auch wegnehmen, kein Problem. Wir machen einmal hier 3 Schaden. 1 Schaden. Schweini ist kleiner. Und... ja, sie. Einmal so. Gut, er ist unten auf 26. Es steht 27 zu 26. Aber es ist noch alles schön offen. Langsam kommen wir in den Bereich, wo er jetzt Lass die Hunde losspielen kann. Aber er entscheidet sich für einen Grizzly. Gut, dann müssen wir jetzt leider ein bisschen opfern. Und zwar spielen wir einmal ihn, dann einmal. Ich habe nicht genug Mana. Ach so, ich habe nur noch 4 Schaden. Okay, kein Lass Problem. Ich kämpfe. Und das ist natürlich jetzt eine blöde Situation, wenn Lass die Hunde loskommen würde, weil unsere Karten alle sehr, 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 sehr klein sind. Das heißt, damit könnte er sich schön hochziehen. Schauen wir mal, was er macht. Nein, er spielt erstmal noch einen Grizzly und einen Windzornfalken. Gut, das ist schön, wenn er so spielt, weil dann können wir spielen. Wir haben hier 2 Schaden. Ja. Ich kämpfe. Dann
Nehmen wir ein bisschen was raus aus dem Deck. Lassen ihn noch eine extra Karte ziehen und bekommen einen Spiel. Sehr, sehr schön. Wir nutzen das um eine größere Karte. So, perfekt. Sieht schon ein bisschen besser aus. Natürlich gegen Lass die Hunde los. Und nein, er scheint irgendeine andere Deckart zu spielen. Gut, den 5-5er müssen wir ihm leider wegnehmen. Ach, nicht. Ziel wählen. Ich kann verstohlene Diener nicht als Ziel wählen. Okay, wir brauchen irgendwas Großes für ihn. Ich würde sagen, dann spielen wir ihn aus. Was glotzt denn so? Ziehen hier noch eine Karte. Ah, perfekt. Mehr Schmerz. Die Flammenstoß. Wäre jetzt natürlich was gewesen. Aber schauen wir erstmal, was er jetzt macht. Schauen wir auch, rechnen wir gleich mal mit. 10, 11, 12, 13. Also, würde gehen, wenn er keinen... Er geht auf uns direkt. Und was spielt er jetzt? Ah, er nimmt uns noch ein... Nee, er geht auf uns direkt. Okay, kriegt er noch 4 Schaden weg? Was kommt? Komm. Okay. Also, dann räumen wir ab. Wir haben es eigentlich erledigt. Ich kämpfe. Mehr Schmerz. So, erledigt. So, wir sind Level 18. Hat mich überrascht. Ich habe gedacht, wir kriegen wieder irgendwas mit Hunden, aber ja, entweder er hat es nicht gehabt oder ja, wir hatten Glück. Aber er hat uns interessant runtergebombt. War mal interessant, ein bisschen weniger und wir hätten verloren. Ja, aber hat ja noch gut geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt oder Änderungen am Deck, schreibt diese bitte in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde. Ich danke euch vielmals und bis dann. Ciao, ciao.